Hallo Leute, was geht? Ich weiß nicht ganz, wo ich anfangen soll, aber ich glaube, ich falle einfach mal mit der Tür ins Haus, wie man sich schon sagt. Ich habe Borderline. Ich wurde mit Borderline diagnostiziert. Und ich habe mich dazu entschieden, darüber jetzt gerne auch öffentlich zu reden. Einfach, weil ich das Gefühl habe, und das habe ich schon in den Streams und auf Instagram gesagt, ich habe das Gefühl, es hilft mir sehr, darüber zu reden. Und es hilft auch anderen, wenn ich darüber rede, weil ich das Gefühl habe, es gibt wenige Leute da draußen, die wirklich offen über ihre Krankheiten reden, die offen über psychische Probleme reden und die offen über Therapie reden. Und deswegen dachte ich mir, warum mache ich das nicht einfach selber, wenn ich mir das damals, als ich zum Beispiel 14, 15 war, für mich selber auch gewünscht hätte, dass es einfach nicht mehr so ein Stigma hat und dass es einfach normalisiert wird und dass Therapie generell einfach ein offeneres Thema wird, worüber man auch einfach öffentlich auch mal reden kann. Und deswegen habe ich jetzt quasi mich geoutet. Ich will das eigentlich gar nicht so sagen, weil eigentlich ist es meiner Meinung nach kein großes Ding. Das ist halt einfach ein Teil meines Lebens, dass ich Borderline habe. Aber wie gesagt, ich habe es auf Instagram verkündet quasi und euch gebeten, mir Fragen zu stellen. Nochmal ein ganz kleiner Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist natürlich nur auf mich bezogen, beziehungsweise ich kann nur für mich sprechen, ich kann nur von meinen Symptomen sprechen, ich kann nur von meiner Therapie sprechen, ich kann nicht für alle Borderliner sprechen und vor allem, ganz wichtig, ich bin kein Experte, nur weil ich die Krankheit habe. Ich habe mich viel damit beschäftigt, ich habe viel darüber gelesen, mich viel informiert und natürlich auch viel in der Therapie schon gelernt. Aber ich bin absolut kein Experte. Und natürlich möchte ich hier auch noch einen Trigger-Warning aussprechen, weil wenn es ums Thema Borderline geht, werde ich natürlich auch über Dinge reden wie Suizid oder Selbstverletzung. Und wenn euch das triggert oder wenn euch generell das Thema Mental Health triggert, bitte schaltet jetzt ab. Ich glaube, die erste Frage, was auch mehrere Leute gefragt haben, die ich jetzt beantworten möchte, ist, was für Symptome hat Borderline bzw. welche Symptome habe ich? Borderline hat sehr viele verschiedene Symptome. Borderline hat auch sehr viele verschiedene Symptome von anderen Krankheitsbildern. Ich habe aus einem Buch eine Grafik, vielleicht kann ich die auch einblenden, was Borderline alles umfasst. Und zwar geht es da von Affektivstörungen, zum Beispiel Depressionen, oder bipolaren Störungen, über somatoforme Störungen, Umwandlungen, Angststörungen, Impulsstörungen und Süchte, Entwicklungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen, dissoziative Störungen und schizophrene Störungen. Also das bedeutet, es gibt ein unendlich großes Krankheitsbild, weswegen es auch sehr schwierig ist, teilweise Borderline zu diagnostizieren, weil es halt einfach so viele verschiedene Symptome von anderen Krankheiten aufweist. Es ist halt so ein bisschen was von allem, könnte man sagen. Bei mir sind die Symptome auf jeden Fall, was auch sehr, sehr stark ist, Identitätsstörung, dass ich nicht genau weiß, wer ich überhaupt bin, was ich will, wohin ich möchte, was meine Wünsche und Ziele sind im Leben etc. pp. Depressive Phasen, die habe ich immer mal wieder. Das passiert alle paar Monate mal ungefähr, dass ich wirklich in eine sehr depressive Phase rutsche. Und dann gibt es aber auf der anderen Hand natürlich auch die Phasen, wo es mir sehr gut geht und wo ich das Gefühl habe, ich habe überhaupt nichts und das ist alles aufgespielt war. Generell hat Borderline auch sehr viel mit Schwarz-Weiß-Denken zu tun. Das Buch, was ich zu Borderline gelesen habe, heißt auch Ich hasse dich, verlass mich nicht, die schwarz-weiße Welt des Borderliners oder so ähnlich. Es geht halt sehr viel darum, dass sehr viel einfach nur in Schwarz und Weiß gesehen wird. Zum Beispiel auch Personen in Schwarz und Weiß angesehen werden. Es gibt gute Personen und schlechte Personen und eine Person kann in einem Moment gut sein und im nächsten Moment schlecht. Also man kann quasi eine Person in einem Moment lieben und im nächsten Moment komplett hassen und es ist halt sehr anstrengend, auch für andere damit umzugehen. Panikstörung habe ich. Es ist natürlich auch sehr viel mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Es ist sehr, sehr schwierig, weil ich meistens immer mich an eine Person sehr klammer. Wenn mit dieser Person alles gut ist, dann ist auch alles andere gut und wenn mit dieser Person alles schlecht ist, dann ist auch alles andere schlecht. Das ist halt auch dieses Schwarz-Weiß-Denken. Natürlich auch Impulsstörung. Ich habe oft auch Wutanfälle oder generell, dass ich halt meine Emotionen, das hat meine Therapeutin mir ganz am Anfang erklärt gehabt, Emotionen, es gibt quasi so eine Grenze und wenn die überschritten ist, wenn sich die Emotion anstaut und wenn diese Grenze überschritten ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, da wieder runterzukommen für einen Borderliner und rauszukommen und man braucht quasi gewisse Mechanismen, um da halt wieder rauszukommen, was halt zum Beispiel auch für viele Borderliner selbstverletzend ist, weil das den Impuls sehr schnell wieder runterbringt. Was natürlich keine gute Strategie ist, um damit umzugehen, aber man kann natürlich auch andere Strategien erlernen. Andere Symptome, die ich auch schon erlebt habe, waren Derealisation und Depersonalisation. Das sind halt quasi, wenn du deine Außenwelt oder dich selbst nicht mehr als real ansiehst oder wahrnehmen kannst. Ich glaube, das Spektrum ist zu groß, um wirklich alles gerade aufzuzählen, aber ich glaube, das sind schon mal die Hauptthemen, die ich mit Borderline so habe und die mich mit Borderline
beschäftigen. Eine weitere Frage ist, kann diese Krankheit dazu führen, dass man sich selbst umbringt oder geht die Krankheit nicht so weit? Borderline hat tatsächlich eine Suizidrate von 10%. Das ist sehr hoch und es ist auch sehr beängstigend und auch für mich ist es beängstigend, das zu wissen. Jemand anders hat auch gefragt, ob ich in medikamentöser Behandlung bin. Das bin ich tatsächlich nicht, aber ich überlege derzeit, ob ich Medikamente nehmen möchte, ob ich das mal ausprobieren möchte. Das Ding ist, dass Antidepressiva natürlich auch sehr schlechte Nebenwirkungen haben können und die Stimmung noch mehr beeinflussen können und noch mehr verschlechtern können. Aber dann muss man halt einfach vielleicht auch verschiedene Medikamente ausprobieren. Bei mir ist es halt so, ich habe es noch nie ausprobiert, weil ich einfach immer sehr große Angst davor hatte und es eigentlich auch nie machen wollte, weil ich immer dachte, dass es zu sehr mich einschränkt und dass ich dann irgendwie dachte, dass ich eigentlich dazu gemacht bin, alle Emotionen zu spüren. Aber mittlerweile denke ich mir so, wenn es Medikamente gibt, die mir mein Leben nur ein bisschen erleichtern und vielleicht mich ein bisschen stabiler machen. Warum sollte ich es dann nicht ausprobieren? Bei Borderline ist es aber tatsächlich so, dass eine rein medikamentöse Behandlung nicht empfehlenswert ist, sondern dass man quasi neben der Psychotherapie in medikamentöse Behandlung kann, aber halt beides kombinieren sollte auf jeden Fall. Wie ist es mit der Therapie? Was machst du dort? Ich mache eine analytische Therapie, das heißt, ich mache eine Gesprächstherapie. Ich bin da zweimal die Woche für circa eine Stunde und rede einfach nur mit meiner Therapeutin. Ich rede über alles, was passiert ist, wie ich mich fühle, wie es mir geht, über Anspannung, über alles Mögliche, über alles, über was ich reden möchte. Und sehr wichtig ist da halt, dass ich da ehrlich bin, dass ich da offen bin. Es geht auch sehr viel um die Beziehung zwischen mir und meiner Therapeutin, weil aus dieser Beziehung zwischen mir und meiner Therapeutin kann man halt viel auf anderes schließen. Also wie ich zum Beispiel auch mit anderen Menschen irgendwie in Beziehung gehe oder wie ich mit anderen Menschen umgehe etc. pp. Und es ist auch irgendwo anstrengend, weil man halt natürlich auch sehr tief gräbt, auch in seiner Vergangenheit und in seinen Emotionen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig und auch sehr gut, das alles aufzuarbeiten für mich. Und ja, aber das ist das Einzige, was ich da mache. Es gibt auch viele andere Borderline-Therapien. Es gibt zum Beispiel DBT. Das ist eine Borderline-spezifische Therapie, in der man auch Verhaltenstherapie macht. Wie war deine erste Reaktion, als du gehört hast, dass du die Krankheit hast? Also das Ding ist, ich habe es schon lange vermutet gehabt. Ich für mich selber, ich habe halt viel oder öfter mal was über Borderline gelesen gehabt und dachte immer so, irgendwie sehe ich mich da schon drin. Aber es hat ja noch nie irgendjemand was dazu gesagt. Und ich war ja auch nie in Therapie und es ging ja auch irgendwie immer mal wieder gut. Und dann dachte ich halt auch immer so, nee, dann wird das bestimmt schon nicht sein und so weiter und so fort. Aber unterbewusst dachte ich es mir halt schon irgendwie, dass es halt das ist. Und als ich dann gehört habe, dass ich tatsächlich Borderline habe, war es tatsächlich eher eine Erleichterung für mich. Einfach weil ich dann das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich endlich mal was Handfestes, wo ich mitarbeiten kann, wo ich weiß, was das ist, wo ich mich drüber informieren kann, wo ich einfach weiß, was ich dagegen machen kann. Weil davor war es halt all die Jahre so, dass ich nie wusste, was ich habe, dass mir nie jemand gesagt hat, was man dagegen machen kann oder was meine Chancen sind für die Zukunft, um damit umzugehen. Und sobald ich wusste, was es ist, sobald man dem Ganzen einen Namen gegeben hat, ging es mir auf jeden Fall um einiges besser und es war auch eine sehr starke Erleichterung. Supporten dich deine Freunde bzw. fühlst du dich besser bei deinen Freunden? Also das Ding ist, was heißt schon supporten? Das Ding ist, natürlich wissen das die meisten und natürlich unterstützen mich auch viele und reden viele mit mir darüber und wenn ich gerade eine Krise habe, sind auch viele für mich da. Das Problem ist aber, dass ich glaube, dass man mein Borderline oder beziehungsweise meine Symptome natürlich als Freund oder auch als Familienmitglied nicht auffangen kann. Dafür brauche ich eine Therapie und dafür brauche ich eine Therapeutin. Einfach weil es zu extrem ist und weil es einfach zu viel ist. Und es zu viel ist, um irgendjemanden damit wirklich vollkommen zu belasten. Und das tut mir auch oft sehr leid und sehr weh, wenn ich merke, okay, jetzt habe ich wieder zu viel auf eine andere Person irgendwie vertraut, beziehungsweise ihr zu viel anvertraut. Es ist sehr, sehr schwierig. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, weil ich dann immer auch sehr ein schlechtes Gewissen habe, obwohl ich ja in einer Krise bin und eigentlich Hilfe brauche. Aber mir geht es oft natürlich sehr viel besser, wenn Leute da sind für mich, wenn Leute mit mir reden und wenn ich einfach abgelenkt bin oder sowas. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass andere Menschen mir auch sehr dabei helfen, mit mir selber zurechtzukommen, mit der Krankheit zurechtzukommen. Wie hast du herausgefunden, dass du Borderline hast? Also das habe ich ja gerade schon gesagt, dass ich quasi früher mir schon vieles dazu durchgelesen habe und meine Symptome damit verglichen habe und auch schon irgendwie immer dachte so, ja, das könnte sein. Aber die letztendliche Diagnose, und das kann ich euch allen auch einfach nur so sagen, die letztendliche Diagnose und zu wissen, ob es das wirklich ist oder nicht, das wird man immer nur beim Arzt oder beim Psychologen, bei einem Psychiater herausfinden. Ich
für meinen Teil kann einfach nur sagen, es hilft, eine Diagnose zu haben. Mir hat es geholfen. Wurdest du vom Hausarzt überwiesen oder wie kam es schließlich zur Therapie? Ich habe mich an eine Stelle gewendet von der Uni, die Therapeuten sucht für einen und einen vermittelt. Die haben mir dann eine Nummer gegeben, da habe ich angerufen, also vom Therapeuten, habe einen Termin ausgemacht. Dann ging es darum, ob die Therapie quasi an der Krankenkasse in Antrag stellen kann oder nicht. Natürlich brauchte ich dann noch eine Überweisung vom Hausarzt, aber das war ja einfach nur so. Das ist einfach, da macht man einen Termin, dann redet man kurz mit dem Hausarzt, dann gibt er ihm die Überweisung, sagt ihm halt kurz so, was die Symptome sind, warum man in Therapie möchte und dann kriegt man eigentlich meistens die Überweisung sehr schnell. Hast du Erfahrungen mit Selbstverletzungen? Wenn ja, wie bist du da rausgekommen? Das Ding ist, ich glaube, viele Menschen, die nicht viel über Borderline wissen, denken einfach immer nur, okay, Borderliner, das sind die, die sich selbst verletzen. Was nicht immer der Fall sein muss. Nicht jeder Borderliner verletzt sich selbst. Und es ist auch nicht nur Borderline, wenn du dich selbst verletzt, sondern Borderline hat, wie gesagt, sehr viele andere Symptome noch. Ich persönlich habe Erfahrungen mit Selbstverletzungen, sehr viel sogar. Es hat auch schon in einem sehr jungen Alter angefangen bei mir. Es hat über ein paar Jahre lang, ist es weniger geworden, beziehungsweise hat einfach andere Formen angenommen. Weil Selbstverletzung ist auch nicht immer nur sich schneiden, sondern zum Beispiel auch sich schlagen oder sich irgendwie die Haut aufkratzen oder was auch immer. Also Selbstverletzung hat sehr viele verschiedene Formen und Arten und Weisen. Es kann zum Beispiel sogar auch Verhaltensweisen sein, die selbstverletzend wirken. Oder Drogenkonsum, der selbstverletzend wirkt. Wie ich da rausgekommen bin? Noch gar nicht tatsächlich. Noch gar nicht. Und das muss ich hier ganz offen und ehrlich sagen. Ich will hier niemanden anlügen. Ich will hier niemanden sagen, oh ja, hat sich einfach so ergeben, dass ich das jetzt nicht mehr mache, weil das wäre gelogen. Aber ich bin da noch nicht raus. Es wird weniger, es wird besser, aber ich bin noch nicht ganz von weg. Die letzten beiden Fragen kann ich in einen zusammenfassen. Und zwar, wie lange dauern deine depressiven Phasen an und was hilft dir in den depressiven am meisten? Sagen wir mal so, meistens halten die über ein paar Wochen an, aber in diesen paar Wochen gibt es verschiedene depressive Phasen. Zum Beispiel ist es jetzt gerade immer so, dass es mir tagsüber super gut geht und dann ich halt abends in eine Krise stürze und es mir abends sehr schlecht geht. Ich hatte zum Beispiel, glaube ich, den ganzen Mai auch eine depressive Phase und da ging es mir auch sehr schlecht. Es war aber halt immer mal wieder so, manchmal ging es mir besser, manchmal ging es mir schlechter. Dann gab es 3 Tage am Stück, die ich überhaupt nicht aus dem Bett gekommen bin. Also es ist immer sehr unterschiedlich. Und was mir am meisten hilft in depressiven Phasen, ist tatsächlich einfach mich abzulenken, produktiv zu sein, mich sehr viel mit mir selbst beschäftigen, das heißt auch meditieren, Dankbarkeitstagebuch führen, generell Tagebuch führen, mich auch ablenken, mit Freunden treffen und einfach mal irgendwas anderes machen. Das Problem ist halt einfach, dass es meistens zum Beispiel jetzt gerade halt so ist, wenn ich abends hier alleine bin, dass ich dann irgendwie das nicht mehr schaffe, mich überhaupt abzulenken. Aber dann versuche ich halt einfach irgendwie eine Serie zu schauen oder sowas, weil das lenkt ja halt natürlich auch ab und du musst nichts aktiv machen. Und was ganz wichtig ist, nicht zu hart zu mir selber zu sein, dass ich halt dann auch einfach sage, okay, ich bin gerade in so einer Phase, ich habe nicht so viel Energie wie vielleicht an anderen Tagen oder in anderen Wochen und ich muss damit jetzt zurechtkommen und es ist okay, aber ich werde da auch wieder rauskommen, weil ich es ja auch weiß, dass ich Phasen habe, wo es mir schlecht geht und ich weiß, dass es dann Phasen gibt wieder, wo es mir besser gehen wird. Und natürlich so Sachen wie Musik machen, malen etc. pp. Also alle Sachen, wo man einfach so die Zeit und alles um sich herum vergisst. Oder zocken, meine Güte. Einfach irgendwas machen, was einem gut tut und was einem gefällt, was einem Spaß macht. Das sind die Sachen, die mir in solchen Phasen tatsächlich am meisten helfen. Ich denke, ich möchte jetzt abschließend nochmal sagen, dass es sehr wichtig ist, über diese Themen zu reden, dass ich euch nur darum bitten kann, dass wenn ihr irgendwelche Probleme habt und wenn es euch nicht gut geht, ihr darüber redet mit irgendjemandem, dem ihr vertraut, ob es jetzt Eltern oder Lehrer oder weiß ich nicht, Freunde sind oder was auch immer, die euch helfen können und die euch vielleicht helfen können, einen Therapieplatz zu suchen, dann macht das bitte. Vor allem bei so Krankheiten wie zum Beispiel Borderline, bei denen es fatal enden kann, wenn es nicht in Behandlung ist. Es ist halt so wichtig, da einfach früh genug auch irgendwie die Bremse zu ziehen und früh genug sich Hilfe zu suchen. Ich kann einfach nur aus meiner Position sprechen. Ich bin jetzt 22 Jahre alt. Ich bin jetzt fast ein Jahr in Therapie und ich wünschte, es wären jetzt schon 6 Jahre gewesen. Ich wünschte, ich hätte mit 14, wo ich die ersten Symptome hatte, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, okay, es stimmt irgendetwas ganz und gar nicht. Ich wünschte, ich hätte zu dem Zeitpunkt schon eine Therapie gesucht und einen Therapieplatz bekommen. Je früher ihr danach sucht und je früher ihr anfangt, euch behandeln zu lassen, desto besser ist es. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde sie dann auch noch beantworten. Ich hoffe, die ersten Fragen wurden hiermit irgendwie geklärt und irgendwie ist, dass ich alles verständlich rübergebracht habe. Ich wollte mich noch auf jeden Fall bei jedem bedanken, der mir ganz liebe Nachrichten geschrieben hat. Es haben so viele Leute geschrieben, dass ich stark bin für das, was ich mache, dass sie sich bedankt haben dafür, dass ich darüber rede und das gibt mir sehr viel Mut und Kraft und ich danke euch für die lieben Nachrichten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, Leute. Adios.